Hohlen Spiegel kommt der Schauspieler Gérard Philippe mit einem riesigen Drehstab nach Potsdam-Babelsberg. Gérard Philippe an der Kamera, mitten im historischen Schlachtengetümmel an der Mulde bei Ragun. 700 Volkspolizisten und Bauern der Umgebung wirken als Fußvolk und Reiterei in den deutsch-französischen Gemeinschaftsfilm Der Hohlenspiegel mit. Den französischen Produzenten werden günstige finanzielle Konditionen eingeräumt. Und die DDR hofft durch internationale Koproduktionen auf Anerkennung ihres Filmschaffens, auch in westlichen Ländern. 5 Koproduktionen mit Frankreich entstehen, mit Schauspielern wie Jean Gabin, Yves Montand und Simone Signoret. Für die Hexen von Salem schreibt Jean-Paul Sartre das Drehbuch. In einem DEFA-Film über den Kommunisten Ernst Thälmann spielt sogar der junge Michel Piccoli eine kleine Rolle als französischer Polizist. Doch für die DDR geht die Rechnung nicht auf. Die Zusammenarbeit ist voller Konflikte. Den Verantwortlichen gelingt es nicht, ideologischen Einfluss auf die französischen Produktionen auszuüben. Unzufriedenheit herrscht vor allem darüber, dass die Franzosen bei den Aufführungen in Frankreich die Kooperation mit der DDR bewusst verschweigen. Ende der 50er Jahre werden Gemeinschaftsprojekte mit französischen Partnern eingestellt. 1961 wird in Berlin die Mauer errichtet. Der eiserne Vorhang wird für die DDR-Bürger unüberwindbar. Während den Westdeutschen der Zutritt in den Osten in den ersten Jahren strikt verwehrt wird, dürfen französische Staatsbürger über die offiziellen Grenzübergänge weiterhin nach Berlin reisen. Im Sommer 1961 wird der junge Student Henri Menelier Zeuge der Ereignisse. Ich war dafür 2 Wochen in Berlin, denn ich wurde im Rahmen einer französisch-deutschen Veranstaltung eingeladen, die von der protestantischen Kirche organisiert worden war. Als ich ankam am 15. August, waren ja schon die Grenzen errichtet zwischen den 2 Teilen der Stadt. Eines Tages war ich besonders erschrocken, denn ich war in einer Straße, da kam ein junger Soldat der DDR auf mich zu und hat mir praktisch das Gewehr auf den Bauch gesetzt und mir gesagt, dass man jetzt nicht mehr weitergehen kann. Jemanden in meinem Alter zu sehen, der sich so verhält, das hatte mich schon sehr erschüttert. Auf der Rückfahrt haben sich die Grenzkontrollen nochmals verschärft. West-Berlin ist nun von einem dichten Stacheldrahtverhau umgeben. Einige Studenten wollten sich ein bisschen lustig machen über diese DDR-Soldaten, die an der Grenze standen. Sie waren aber sehr streng und konnten gar nicht lachen. Sie haben uns alle aufgefordert, zu einer Kontrolle in einen separaten Raum mitzukommen. Wir mussten uns alle ausziehen, komplett nackt. Die Männer auf der einen Seite, die Mädchen auf der anderen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Leute ganz schön erschrocken waren. Da haben die Studenten endlich verstanden, was das Regime der DDR zu bedeuten hat. Nach dem Mauerbau rücken Paris und Bonn noch enger zusammen. Mit dem Élysée-Vertrag von 1963 bekennen sich Frankreich und die Bundesrepublik zu freundschaftlicher Verbundenheit. Es lebe Deutschland! Es lebe deutsch-französische Freundschaft! Während es weiterhin keine offiziellen staatlichen Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich gibt, pflegen die Linken ihre ganz eigene Freundschaft. Französische Gewerkschaften und kommunistische Verbände schicken gern Kinder und Jugendliche in ostdeutsche Ferienlager. Die DDR-Führung sieht darin eine Chance, die politische Isolation zu überwinden. Großer Bahnhof auf dem Bahnhof. Und sie wussten natürlich schon, wer das war. 500 Jungen und Mädchen aus Frankreich. Eingeladen vom Zentralrat der Freien Deutschen Jugend, kamen sie in die Deutsche Demokratische Republik als Freunde zu Freunden. Bei Reisen in die DDR sollen französischen Schülern die Vorzüge des Sozialismus vermittelt werden. Aber eigentlich haben sie vor allem Spaß. Begleitet die 22-jährige Claudine Bosière eine Gruppe junger Franzosen zu einem Ferienausflug nach Thüringen. Il faut savoir qu'il était beaucoup plus simple pour moi. Man muss wissen, dass es für mich
Wie für viele in meinem Alter einfacher war, ein Praktikum in der Bundesrepublik zu machen oder dort zu arbeiten. Es war einfacher, weil man kein Visum brauchte und das Land auch näher war. Man wusste, dass die DDR ein geschlossenes Land war, über das man nicht viel wusste. Und wenn man etwas erfuhr, dann nur über bestimmte Medien, die wenig objektiv waren und von daher die Wahrheit über den Alltag dort nicht darstellen konnten. Claudine studiert Germanistik, will die deutsche Sprache anwenden und ist neugierig auf die DDR. Als Betreuerin reist sie mit französischen Kindern in den Osten Deutschlands. Meine Mutter fand, dass es vielleicht auch andere Wege gab, die Sprache zu lernen. Aber trotzdem hat sie nichts dagegen gesagt. Politisch haben meine Eltern das ziemlich kritisch gesehen, dass ich in die DDR gefahren bin. Sie waren einerseits froh, dass ich hingefahren bin, aber auch sehr, sehr froh, als ich wieder zurückkam. Sie haben sich gefragt, ob man aus einem Land, in dem es keine Freiheit gibt, überhaupt wieder zurückkommen würde. Man hatte die Möglichkeit, über Ferienlager für Kinder dorthin zu gehen. Und so bin ich in die DDR gekommen. Und so habe ich auch Detlef kennengelernt, weil es sehr viele junge Deutsche gab, die um das Lager herumkreisten, weil die einfach neugierig waren. Detlef Scheibe, der heute Didier heißt, wächst in Gotha auf, in einer Stadt im Thüringer Land. Sein erstes Treffen mit französischen Jugendlichen wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. Für mich war es eher ein Schock der Kultur. Für mich war das eher ein Kulturschock. Die jungen Franzosen waren ja weniger diszipliniert. In einer immerwährenden Revolte gegen die Anordnungen der Ferienlagerleitung. Also speziell gegen die DDR-Lagerleitung. Für mich war es erstaunlich zu sehen, dass es Jugendliche gab, die sagten, nö, das machen wir einfach nicht. Sie haben gesagt, dass das Essen ihnen nicht schmeckt. Ich erinnere mich, dass es heftige Diskussionen um das Essen gab. Detlef lernt Claudine kennen und ist fasziniert von der jungen Französin. Eine, wie es heißt, private Kontaktaufnahme ist jedoch nicht erwünscht. Heimlich versuchen sie, sich jeden Tag zu treffen. Das war in Mühlhausen. Also, es ist wirklich ein kleines Wunder passiert. Ja, es gab eine Annäherung. Wir haben gemerkt, da ist etwas, das ein bisschen mehr war als einfache Freundschaft. Also mehr als so eine Art lockere Kumpelhaftigkeit. Ich habe plötzlich sowas wie Liebe gespürt. Es war eine Form von Seelenverwandtschaft. Doch Claudine muss zurück und für Detlef gibt es keine Möglichkeit, nach Frankreich zu kommen. Ihre Beziehung erregt das Misstrauen der staatlichen Stellen. Detlef darf das Ferienlager der Franzosen nicht mehr betreten. Es steckte eine kleine Intrige dahinter. Eine Intrige, die angeführt wurde durch den Leiter des Ferienlagers in Mühlhausen. Der hat mich praktisch rausgeschmissen am vorletzten Abend. Ja, der hat mich dann rausgeschmissen und hat gesagt, hau ab jetzt. Und der hat dann ja auch höchstwahrscheinlich noch eine Nachricht von mir für Claudine vernichtet. Das war wirklich ein brutaler, heftiger Bruch. Zwar hatte ich noch gehofft, aber... Für Detlef wird es ein schwerer Abschied. Auf dem Bahnhof von Erfurt liegen sich die beiden ein letztes Mal in den Armen. Auf dem Bahnsteig Nummer 1. Daran werde ich mich immer erinnern. Für mich war es eine Form von Erniedrigung, denn ich konnte nicht den gleichen Zug nehmen. Ich wusste genau, dass mir dieser Weg verwehrt war. Et pour moi, c'était très, très difficile de traiter
Für mich war es sehr schwer, damit umzugehen. Die beiden roten Lichter des abfahrenden Zuges sehe ich bis heute vor mir. Detlef will nicht aufgeben. Die Hoffnung, seine große Liebe wiederzusehen, wird mit jedem Brief an Claudine größer. Was er nicht weiß, die Briefe kommen nie bei ihr an. Die Staatssicherheit will jeden weiteren Kontakt der beiden verhindern. Geblieben ist Detlef ein kleiner Bildband über Paris und die Sehnsucht. Anfang der 70er Jahre kommt Bewegung in die deutsch-deutschen Beziehungen. Willy Brandt vertritt eine neue Ostpolitik. Er besucht die DDR und spricht sich für Verständigung und engere staatliche Kontakte aus. Es kommt zu einer Annäherung beider deutscher Staaten. 1972 unterzeichnen die Vertreter der Bundesrepublik und der DDR einen Grundlagenvertrag, der die neuen Beziehungen